Heute zeige ich euch die Coffee Rocket von GSI Outdoors. Das ist ein, kurz gesagt, sehr kompakter Kaffeebereiter, ein Kaffeefilter, den man in einer Tasse verstauen kann. Dazu habe ich mal hier einfach eine Tasse mitgebracht, auch von GSI, gehört aber nicht zum Lieferumfang hier mit dazu. Und da passt der Filter wunderbar rein. Ich habe keinen zusätzlichen Platzbedarf. Das ist eben vor allem in kompakten Campingbussen sehr praktisch, so wie wir uns hier heute befinden. Der Filter besteht aus zwei Bestandteilen. Einmal das Sieb, da ist hier auch so ein Metall-Edelstahl-Einsatz mit drin. Und oben der Trichter, in den dann das heiße Wasser reingefüllt wird. Wir haben hier drei Beine, die kann man hier so ausklappen. Und damit steht unser Filter dann nachher auf der Tasse oben auf. Und wenn wir Pulver reingefüllt haben, wird das zusammengesetzt und wir können dann unseren Kaffee bereiten. Pulver habe ich mal hier schon mitgebracht, fertig frisch gemahlen. Dann füllen wir das mal auf. Ich mache das einfach so. Normal kann man das natürlich auch mit Löffeln abwiegen, aber richtige Kaffeefans können das auch mit den Augen abschätzen, bin ich der Meinung, und wissen, wie viel sie brauchen von dem guten Stoff. So, jetzt haben wir hier Pulver in unserem Filter drin, stecken einfach das obere Teil mit auf die Tasse. Ich glaube, unser Wasser ist soweit. Das müsste jetzt die richtige Temperatur für guten, leckeren Kaffee haben. Jetzt füllen wir den Trichter einfach mal schön auf. Der hat übrigens zwei Markierungen am Rand angebracht. Allerdings leider nicht in unseren bekannten Milliliter-Angaben, sondern in OZ mit 4 und 8 OZ. Ich mache den Trichter einfach bis oben hin voll und dann kommt eigentlich eine Tasse dieser Größe dann dabei raus. Und jetzt tröpfelt das einfach langsam durch das Pulver durch. Ganz klassisches Filterkaffee-Prinzip. So, und fertig ist unser Kaffee. Natürlich wissen wir alle, guter Kaffee braucht ein bisschen Zeit. Die nehmen wir uns aber gerne und wohl bekommt's. Noch ein Tipp dann zum Kaffeepulver. Ich würde es nicht zu fein mahlen, eher ein bisschen gröberes Pulver nehmen. Dann bleibt das auch im Sieb wirklich hängen und rutscht nicht mit in die Tasse runter. Wichtig, nicht zu vernachlässigen, ist natürlich auch immer die Reinigung. Kriegt man das Teil auch wieder sauber? Ja, es ist relativ einfach. Man kann es auch einfach nur mit Wasser ausspülen. Bisschen Sorgfalt sollte man bei dem Filtern walten lassen, damit da nicht alles hängen bleibt. Das ist aber ganz praktisch, weil der Filter sich auch auseinanderbauen lässt. Also der Metalleinsatz kann aus dem Kunststoffgehäuse entnommen werden. Und dann reicht es eigentlich auch, unterm Wasserhahn alles auszuspülen. Und dann habe ich wieder einen sauberen Filter. An sich, der Coffee Rocket, muss man sagen, es ist keine Rocket Science. Es ist im Prinzip ein einfaches Filterkaffee-Prinzip. Der Clou an dem Ganzen, dass es in die Tasse reinpasst, ist natürlich, gerade wenn man wenig Platz hat, sehr praktisch. Es ist auch zum Wandern ganz gut gedacht, wenn man auf längeren Touren sich unterwegs mal einen Kaffee auf dem Campingkocher machen will, funktioniert das natürlich problemlos. Von daher schon ein cleverer Ansatz. Bei der Verarbeitung hätte ich einen Kritikpunkt. Und zwar haben wir das vorhin auch gesehen, dass das Wasser manchmal so ganz leicht neben dem Filter rüber raus rinnt. Das ist wahrscheinlich auf Fertigungstoleranzen zurückzuführen bei der Verarbeitung von diesem Kunststoffteil. Aber 14 Euro ruft GSI für diesen Filter auf. Das ist, denke ich, kein besonders hoher Preis. Also da gibt es gerade im Outdoor-Camping-Segment gibt's Produkte, die wesentlich teurer angeboten werden. Von daher, Preis-Leistung stimmt. Und ich würde ihm daher 4 von 5 Punkten in unserer Bewertung geben.